So, das heutige Projekt Computer Update. Denn der Computer ist zu heiß geworden und ist abgeraucht. Natürlich nicht. Ich wollte nur, dass jetzt einige Leute sagen: Ha, hab ich doch gewusst. Hab da nämlich nicht. Ich muss ein bisschen leiser reden, weil Susi schläft noch. Ich habe, als ich gezeigt habe, was ich hier gebaut habe, gab es viele Kommentare, die gesagt haben: Oh, der Computer bekommt keine Luft, das wird zu heiß, das funktioniert so nicht. Ja, ich erkläre gleich, warum der trotzdem Luft bekommt. Erstmal hole ich ihn hier raus und dann ist das heutige Projekt neuer CPU und mehr Arbeitsspeicher. Videos schneiden ist nämlich unglaublich hardwareintensiv. Der Computer ist jetzt über 4 Jahre alt. Läuft auf einer relativ alten Software. Susi will aber auch keine neue Software und sie will auch keinen Mac. Damit würde es richtig gut gehen. Da weigert sie sich standhaft. Also muss ich den Computer upgraden, besseren Speicher reinmachen, besseren Prozessor, damit es dann wieder etwas flüssiger und schneller läuft. Ja, so jetzt baue ich den erstmal da aus und dann zeige ich euch, warum der trotzdem Luft bekommt. So sieht es dann halt hinter dem Computer aus. Und hier kann man vielleicht erkennen, ist ein bisschen dunkel, aber hier steht der Computer drin. Hier ist alles frei auf der Seite. Hier stehen nur ein paar Festplatten. Und hier ist jede Menge Platz. Und wenn der Computer so drinnen steht, hat er hier seine Lüftung. Hier zieht er seine Luft. Und hier unten zieht er Luft. Hier ist rundherum unten ein Spalt auf beiden Seiten, also auf allen 4 Seiten. Und er zieht auf der Seite Luft und auf der Seite ist normalerweise die Glasplatte. Ich habe die schon rausgemacht. Ich habe die rausgemacht, weil ich den Platz nicht habe, weil der hier so oben so einen komischen Griff hatte. Und ohne diesen Griff kann ich den besser in den Schrank einbauen. Also habe ich die Platte rausgenommen. Das heißt, hier ist komplett offen. Auch wenn hier dann der Schrank ist und nicht viel Platz ist, aber es ist Platz. So, und da kann man sehen, da sind Lüfter, hier sind Lüfter, die ziehen das von hier unten. Hier ist ein Filter drin und da ist auch noch Luft. Also mal wieder ein typisches Beispiel, warum man nicht immer schlauer sein sollte als andere Leute, wenn man gar nicht alle Informationen hat. Gibt halt Leute, die haben nur gesehen, wie der unten eingebaut ist, haben gesagt, oh, der bekommt keine Luft, wissen aber gar nicht, wie er Luft bekommt. Also lasst mich doch einfach machen. Und dann heißt es wieder, ich bin arrogant und abgehoben, weil ich sage, ich weiß mehr als ihr. Ist ja nun mal so. So, jetzt mache ich das Ding erstmal sauber. Und dann muss ich da ran. Eieiei. Also, um das nochmal klarzustellen, ich halte mich jetzt nicht unbedingt für arrogant oder überheblich oder sowas, aber das kann ja jeder selber sehen. Aber ich bekomme immer wieder Kommentare ungefragt, die mir Tipps geben, wo ich mir dann denke, so, ich bin da nicht zu dumm zum Leben. Ich bin 47, glaube ich. Und ich habe es so weit geschafft, alleine ohne große Tipps von anderen Leuten. Und vor allem, es ist ja nett gemeint, mit Sicherheit ist es nett gemeint, aber wenn man die ganze Zeit so eine Sachen liest, denkt man auch, ihr müsst alle denken, ich bin total bescheuert. Ihr kriegt es wahrscheinlich noch nicht mal so mit, weil ihr nicht so unbedingt die Kommentare in alten Videos lest. Ich mache es halt leider, ich kann das nicht abstellen. Und ja, da kommen halt immer so irgendwelche Tipps und Lebenshinweise, wo ich mir dann auch immer denke, mein Leute, und wenn man dann mal einen Kommentar dazu macht in einem Video, um sich einfach zu rechtfertigen, dann heißt es immer sofort, darf sich nicht rechtfertigen. Aber ich kann es ja auch nicht so auf mir sitzen lassen, ich bin ja nicht doof. So, ja, sorry dafür, aber muss ja mal gesagt werden. So, ich weiß nämlich auch nicht alles. Jetzt habe ich gerade erst mal ein Video geguckt, wie man diesen blöden Cooler hier rausbringt, also diesen Prozessor-Kühler, weil ich habe den damals nicht zusammengebaut. Ich habe zwar den Rechner zusammengestellt online, aber der wurde zusammengebaut.
Ich habe in meinem Leben aber schon einige Rechner zusammengebaut. Aber es ist schon ein paar Jahre her. Damals wurden die Rechner halt noch mit Kohle betrieben. So. Und von daher muss ich auch sowas dann mal kurz nachgucken. Dafür gibt es Internet, dafür gibt es YouTube. Da gucke ich nach, wie es funktioniert. Jetzt mache ich es und dann ist das auch wieder gut. Und der Rechner bekommt Luft. Glaubt mir. Und so sieht dann der Kühlerlüfter aus. Ich habe den direkt mit Prozessor rausgezogen, weil der da wahrscheinlich gut dran klebt. Ist natürlich blöd, wenn der Prozessor noch verriegelt war. Ich hoffe, ich habe da jetzt nichts kaputt gemacht. Und wenn, war das auch wieder ein Lernprozess. Ach, ich liebe Computertechnik. Es macht Spaß. So, und ein leichtes Abhebeln und schon hat man den Prozessor in der Hand. Das ist das, was einen Computer macht. Und zwar der Prozessor. Das ist noch ein AMD Ryzen 5 2600. Bumm, weg ist er. Weiß nicht, ob ich den noch verkaufen kann oder so. Ist wahrscheinlich auch nicht mehr viel wert. Wird ersetzt gegen ein AMD Ryzen 7 5700X. Muss ich ja erstmal das alles schön sauber machen. Dann kommt da neue Thermopaste drauf, die ich auch habe. Thermolightpaste. Und dann kommt der neue Prozessor drauf. Wie gesagt, Ryzen 7 5700X. Ja, und ich habe auch, was ich vorhin noch sagen wollte, die Temperaturen werden natürlich auch überwacht mit einem Programm von dem Mainboard-Hersteller. Da werden dann auch die Lüfter höher gestellt, wenn es heiß werden sollte. Dann gibt es auch einen Alarm und so. Ist ja alles einstellbar, alles machbar. Ihr seht vielleicht, ich habe das alles unter Kontrolle. So, und während ich den Prozessor hier raus habe, kann ich gleich noch ein bisschen Arbeitsspeicher installieren. Ich habe hier zwei 16 GB Sticks drin. Ich hatte überlegt, ob ich mir 32er hole und dann richtig aufrüste, aber ich glaube, es funktioniert auch und es reicht auch, wenn ich jetzt einfach noch zweimal 16er reinpacke, die dann zusammen 64 GB ergeben. Ja, ich denke mal, das ist ganz okay. Mein allererster Rechner hatte 64 Kilobyte. Sage ich dazu nur. Ach, das wird schön. So, und wenn man dann sowas hat, kann man auch mit so Luft den PC säubern. Und bevor jetzt wieder einer an die Tasten haut. Ich weiß, dass man damit nicht über die elektronischen Komponenten geht, weil das hier ist keine gefilterte, saubere Luft. Da könnte Wasser drin sein, Kondenswasser, Öl eher weniger, aber vielleicht Wasser. Aber die Lüfter kann ich damit auspusten. Da gehe ich nicht ran, da gehe ich nur mit dem Tuch ran und dann ist gut. Das Ding habe ich schon sauber gemacht mit einem Alkoholpad. Jetzt wird das einfach ausgepustet. Nicht so schlimm, wie ich dachte. Das geht doch ganz gut. Ich brauche mal beide Hände dafür. So, installiert. Und daran erkennt man auch wieder, dass ich nicht alles weiß. Aber ich gebe das auch gerne zu. Ich habe beim Abbauen diese Basisplatte hier, die ist halt mit dem Kühler verbunden mit vier Schrauben. Wenn man den Kühler abschraubt, fällt die Basisplatte runter. Das wusste ich nicht, kannte ich nicht. Als ich Kühler eingebaut habe, waren die noch direkt am Mainboard mit so ein paar Basissockelschrauben verbunden. Dass hier so eine Platte auf der anderen Seite ist, war mir jetzt nicht so geläufig. Und dann saß ich hier und dachte mir so, wie baue ich jetzt den Kühler ein? Da sind vier Löcher, wo ist denn der Rest? Aber zum Glück kann man den Computer auch auf der Seite aufmachen. Jetzt ist alles schön verschraubt, Thermopaste drunter. Jetzt muss ich alles noch anschließen. Dann den wieder im Schrank verstauen. Und dann feststellen, dass ich irgendwo Mist gebaut habe und er nicht mehr funktioniert. So, Computer ist wieder eingebaut. Alle Kabel sind wieder dran.
habe hier meine Home Assistant App. Wenn ich hier auf Office gehe, ich jetzt auf Start PC drücke, müsste eigentlich der PC, die Monitore und die Lichter angehen, wenn alles gut läuft. Ja, PC ist an. Kurz danach müssten dann die Monitore kommen. Jawohl, und die Lichter. I love it. So, dann noch kurz ein BIOS-Update, weil mein BIOS war etwas älter, von 2019. Und dann müsste das auch funktionieren. So, und hier kann man auch noch mal sehen, die CPU läuft hier mal um die 40 Grad Celsius, also völlig im stabilen, kalten Bereich. Hier ist der neue Prozessor 5700X. Was kann man ja noch sehen? Nichts weiter. Ja, auf jeden Fall alles gut. Keine Sorgen machen. Der wird schon nicht zu warm. So, hier nochmal kurz zum Testen. Ein 17,5 Minuten langes Video braucht nur 14 Minuten zum Rendern. Normalerweise waren das immer fast die doppelte Zeit oder so. Das hat super lange gedauert. Der rendert jetzt richtig schnell. Ist natürlich die CPU bei 100%, ist klar. Aber sie war halt vorher auch bei 100% und die CPU war, ja, keine Ahnung, nicht mal halb so schnell. Arbeitsspeicher verbrauche relativ wenig immer noch, das ist sehr gut. Ja, super. Es läuft. Thank you.